gemacht. Ohne dich würden wir heute nicht hier stehen. Danke. Ja. Dann natürlich bedanke ich mich auch bei den Polizeibeamten, die heute hier eingesetzt sind, um unsere Versammlung zu schützen, damit wir unser Grundrecht auf Versammlungsfreiheit wahrnehmen können. Ich denke, das ist ein Applaus wert. Nochmal danke. Ja. Traurig genug, dass wir in Deutschland im Jahre 2020 Polizei überhaupt hierfür notwendig haben. Die Freiheit der Andersdenkenden scheint eben bei der vermeintlich vermuteten rechten Opposition zu enden. Und meine Damen, meine Herren, wir haben heute für Sie den Landtagsabgeordneten Franz Wiese hier, der mit Marco Lenger, den Gemeindevertreter aus Arnsfelde, sprechen wird. Bevor ich die Auflagen verlese, wo mich die Polizei gebeten hat, möchte ich, weil ich gerade die Herrschaften von den Medien sehe, möchte ich noch ganz kurz etwas loswerden. Sie haben ohne Unterlass auf diese Kundgebung medial eingeprügelt. Sie haben Lügen verbreitet. Sie haben gesagt, dass die AfD sich von der AfD distanzieren würde in Bernau. Sie haben gesagt, dass diese Kundgebung nicht von der AfD wahrnehmen angemeldet wurde, sondern vom Flügel. Meine Herren von der Pinocchio-Presse, ein bisschen mehr journalistischen Anspruch erwarte ich von Ihnen und ich hoffe, dass Sie heute keine verzerrten Bilder wiedergeben, sondern die Wahrheit. Ja. Hier stehen Bürger. Die AfD ist die Partei der Mitte. Hier stehen Menschen, die sich Sorgen um ihr Land machen. Nichts mehr und nichts weniger. Und ich kann Ihnen eins sagen, hätten Sie Ihre Hausaufgaben gemacht, hätten Sie auf die Homepage vom Kreisverband Barnim geschaut, da hätten Sie gesehen, dass die AfD Barnim der Anmelder ist, dass die AfD Barnim diese Veranstaltung organisiert hat. Und was ich ganz widerlich finde, was die Herrschaften hinter uns vom Aktionsbündnis Bernau und, oh Gott, ich spreche mir da die Zunge ab, was Sie da alle für tolle Namen haben, ebenfalls, man ist ja nicht müde geworden, den Herrn Lenger, der gleich als Erster sprechen wird, zu verleumden. Man hat ihm unterstellt, er wäre vom Flügel, wäre rassistisch, es wäre hier eine völkische Veranstaltung. Meine Damen und Herren von den Medien, schauen Sie sich doch mal bitte den Flügel genau an. Der Flügel steht nicht für Rassismus, der steht auch nicht für völkische Ideale. Der Flügel steht dafür, dass in der AfD ein freier Gedankenaustausch stattfindet. Für nicht mehr und für nicht weniger. Und meine Damen und meine Herren, leider stehen wir ja jetzt andersrum. Ich hätte gerne die Herrschaften persönlich angesprochen, gebe ich ganz offen zu. Ja, wir müssen uns nicht verstecken, wenn, dann können die sich verstecken. Ich muss Ihnen sagen, was mir nicht gefallen hat, ja, der Lenger, der sich ehrenamtlich für die Gemeinde Arnsfelde stark macht, ja, so zu verleugnen, geht gar nicht. Denn im Gegensatz zur AfD, die nicht vom Verfassungsschutz, der ja zum Elitenschutz geworden ist, beobachtet wird, werden ja Teile von den Herrschaften, die hinter uns sind, werden ja beobachtet. Ich sage nur die kommunistische Plattform der Linken. Und da frage ich mich, meine Damen und Herren, wer ist denn hier? Oder wer steht denn hier nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung? Wir oder die? So. Und jetzt werde ich... 1, 2, 3. Jetzt werde ich die Auflagen verlesen, wo ich gebeten worden bin. Dürften aber eigentlich eben klar sein. So. Nach § 17 a Versammlungsgesetz ist es verboten, Schusswaffen oder Gegenstände, die als Schusswaffen geeignet und den Umständen nach dazu bestimmt sind, beziehungsweise Gegenstände, die zur Vermummung geeignet und den Umständen nach hierzu bestimmt sind, mitzuführen. Dies gilt sowohl für die Teilnahme an Versammlungen und Aufzügen, als auch auf dem Weg dorthin. Personen, die diesen Verboten zuwiderhandeln, können durch die Polizei von der Versammlung oder dem Aufzug ausgeschlossen werden. Uniformen, Uniformteile oder gleichartige Kleidungsstücke als Ausdruck einer gemeinsamen politischen Gesinnung dürfen, sofern sie eine einschüchternde Wirkung entfalten, nicht getragen werden. Gut, ich stelle fest, wir verstoßen ja alle. Kein Spaß. So,
Marco, ich bin dich zu mir auf die Bühne und ich bitte einen Applaus für Marco.